trotz Weihnachtsdeko im Kanzleramt, besinnlich geht es im politischen Berlin derzeit nicht zu. Das Aktionsbündnis Pegida sorgt für Unruhe, sogar bei der Kanzlerin. In Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit, aber es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Seltene Einigkeit auch im Parlament. Alle Fraktionen im Deutschen Bundestag verurteilen die Aktionen der Bewegung scharf. Wenn man sieht, was das für Leute sind, die diese Demonstration organisieren, dann ist es ziemlich klar, das ist eine deutliche Verbindung ins rechtspopulistische, ins rechtsradikale Milieu. Das hat dann nichts mehr mit irgendwelchen besorgten Stimmen aus der Gesellschaft zu tun. Der Bundesjustizminister nennt das Aktionsbündnis gar eine Schande für Deutschland. Ich habe kein Verständnis für das, was zurzeit auf deutschen Straßen geschieht. Wenn unter der Überschrift Pegida Menschen auf die Straßen gehen, um ihre Ressentiments auszuleben, auch um ihre Ausländerfeindlichkeit auszuleben und dies auf dem Rücken von Flüchtlingen, die gerade alles verloren haben. Politiker aller Parteien haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Die Mehrheit der Gesellschaft sei hilfsbereit und heiße Flüchtlinge in Deutschland willkommen.